Hallo Christian und hallo werte User, wir sitzen hier heute zusammen mit einem unbekannten, sehr bekannten Menschen von Gamers Global und haben etwas zu feiern, sogar mehrere Sachen auf einmal, glaube ich. Ja. Das ist nämlich Christian Leibniz mit dem Plosivlaut P, nicht etwa, das habe ich zur Feier des Tages dann doch mir nicht verkneifen können, mit einem, wobei es gar kein echter ist, oh wie peinlich, mit einem Leibniz Butterkeks. Und ja, der Christian, das ist Chris L., vielen von euch bekannt, wenn ihr länger als 10 Tage auf der Plattform Gamers Global seid. Und ich würde sagen, so insgesamt unser eifrigster User von allen. Was hast du dabei gedacht, hier einfach eifrigster User von allen zu werden, Chris? Es hat mich einfach gepackt von Anfang an, mit dem Newsschreiben besonders. Mhm. Und ich habe bis heute daran festgehalten. Du bist schon ewig dabei. Ich habe dich das vorher ausgefragt. Es ist wohl der 29.07.2009 ganz gewesen. Genau. Also wir sind eine Woche vor dem absoluten Jubiläum. 6 Jahre, Chris L. Ich darf das wegen Kalorien und so nicht essen. Ich muss mal Platz für die Tokyo Game Show machen. Für das Ramen und alles, was es da so Leckeres gibt. Und das ist das eine Jubiläum, aber wir haben auch einen historischen Moment. Denn nicht nur ist der Chris L., das ist so ein bisschen, Shopping-Channel-Verkaufssprache. Ja, genau. Nicht nur kann Chris L. News schreiben, er kann auch User-Artikel machen, das Abo-PDF-Magazin generieren. Nee, er ist nicht nur der nach Stefan 1904 vermutlich zweite User, der dann doch irgendwann mal Rang 30 knacken wird und dann wahrscheinlich schlagartig Lust verlieren. Eigentlich keine gute Idee. Ich muss die Anforderungen noch etwas hochschrauben, verdoppeln oder so. Sondern du bist auch wenige Sekunden davon entfernt, was zu tun? Die 3000. News zu veröffentlichen. Die 3000. News auf gamersglobal.de. Und ich würde sagen, darauf stoßen wir jetzt an. Und zwar, Vorsicht bitte, heiß, naja, mittlerweile nicht mehr, stilecht mit dem Redakteursgetränk Nummer 1. Genau. Und ja, erstmal Prost. So, und natürlich ist ja alles gefaked. Der glaubt doch nicht, dass wir dem Chris L. hier am echten Tag Kaffee geben, wo er dann vielleicht hibbelig wird und keine 3000 News mehr hinkriegt. Genau. Und ja, zu diesem wirklich hochspannenden Moment kommen wir jetzt, historisch. Und ja, ansonsten brauche ich gar nicht drüben, was du alles für Gamers Global schon getan hast, bis hin zu der Organisation von solchen schönen Geschichten. Steht bei uns hier im Schrank natürlich, so dass es auch jeder sehen kann. Genau, habe ich aber nicht nur alleine. Ja, natürlich nicht, aber du bist da immer dabei und oft kommt der Anstoß von dir. Von dir kommt das komplette Abo-PDF-Magazin. Ja. Und ich glaube, der Grund, dass du wirklich, ich denke, der beliebteste User überhaupt bei uns bist, jetzt rennt er gleich raus zu seinem Auto, liegt auch einfach daran, dass er unglaublich nett ist immer und du wirklich Danke. Den Leuten auch einfach hilfst. Also auch dem 100. Legastheniker, der versucht, seine erste News zu schreiben, muss man ja einfach mal sagen, mit einer Engelsgeduld wirklich hilfst und oder versuchst zu helfen. Ein paar kapieren es dann oder geben sich die Mühe. Ja. Andere sagen, nachdem man ihnen 20 Punkte genannt hat, was sie bitte in ihrer ersten News zu ändern haben, 30 Sekunden später, okay. Und haben dann allerdings nur eine Sache geändert von 30. Da bleibst du wirklich immer super geduldig. Und ich glaube, mancher von euch, auch von den aktiven Schreibern da draußen, hat bestimmt in seiner Anfangszeit auch von Chris Unterstützung bekommen. Dafür vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich bin wirklich glücklich und froh, dass wir dich haben. Mhm. Und ich bin stolz, dass jemand wie du schon seit so langer Zeit bei uns dabei ist. Ich fühle mich nach wie vor wohl und das wird nicht die letzte News. Okay. Ja, dann kommen wir jetzt zum historischen Moment. Die 3000. News ist leider nur ein Return oder ein Mausklick. Aber immerhin, sag kurz, was ist es für eine? Diablo 3? Diablo 3, Vorschauvideo zum neuen Gebiet, das mit dem neuen Patch kommt. Mhm. Und würde ich sagen. Dann klick mal auf Live schalten. Oder klick mal gleich auf Top News. Mhm. Dann mache ich das gleich. Dann votest du schon mal. Genau. Ach, das machst du nicht. Ah, okay. Auch das noch. Ja, herzlichen Glückwunsch zu 3000 Videos.
Und wehe, du springst uns nach Erreichen von Level 30 ab. Wir finden dich überall. Ja. Das wird nicht passieren. Und euch, danke fürs Zusehen. Und wer sich fragt, warum Chris hier ist, um eben das einfach zu feiern, um mich ein bisschen zu unterstützen, während hier die anderen in Urlaub verschwunden sind, ist er jetzt 2,5 Tage hier in der Redaktion in München. Genau.